Fluffunk TV2, hallo, in der Reihe auf ein Wort zur weltweiten Corona-Pandemie 2020-23 und ein anderer Blick darauf. Und der Bericht über ein futuristisches Szenario für die Risikokommunikation im öffentlichen Gesundheitswesen nennt sich Sparse Pandemic, die Sparse-Pandemie 2025 bis 2028, herausgegeben vom Johns Hopkins Center for Health Security. Und veröffentlicht wurde das im Oktober 2017. Und natürlich auch gerade bei fiktionalen Handlungen und fiktionalen Szenarien ein Haftungsausschluss, das ist ein hypothetisches Szenario und so weiter. Die hier beschriebenen Infektionskrankheitserreger, medizinische Gegenmaßnahmen und so weiter sind völlig fiktiv. Dennoch, das Johns Hopkins Center for Health Security sah sich veranlasst, nochmal ein Disclaimer rauszugeben, wahrscheinlich aufgrund einer Organisation etc. Und zwar im Dezember 2021. Und da gehen wir nochmal kurz drauf ein. Das ist der Originaltext, hier habe ich das Deutsch drüber gelegt. Ein multidisziplinäres Team des Johns Hopkins Center for Health Security entwickelte von 2015 bis 2017 ein fiktives Szenario, ein narratives Szenario, die Sparse-Pandemie und so weiter, um die kommunikativen Herausforderungen zu veranschaulichen, die im Zusammenhang mit der Entwicklung und Verteilung neuartiger und oder in der Erprobung befindlicher Arzneimittel, Impfstoffe oder anderer Therapeutika in einem zukünftigen Gesundheitsnotfall entstehen könnten. Das Szenario ist keine Vorhersage, es ist ein Lehr- und Schulungsinstrument für Beschäftigte des öffentlichen Gesundheitswesens, um den Nutzern zu helfen, sich Probleme vorzustellen, die in der Zukunft plausibel auftreten könnten, damit sie Reaktionen üben und die Gesundheit der Bevölkerung besser schützen können. Jede Ähnlichkeit zwischen der Geschichte des fiktiven Szenarios und der Covid-19-Pandemie sind zufällig. Das Szenario wurde von Experten für die klinischen, epidemiologischen, soziokulturellen und kommunikativen Aspekte des Epidemie-Managements entwickelt, um die wissenschaftliche Plausibilität der Erzählung zu gewährleisten. Gut, stopp mal. Ein multidisziplinäres Team, Johns Hopkins, entwickelte. Und da fiel mir doch ein, du hast was übersehen, nämlich in der ersten Ausgabe zu dieser Reihe, also zu diesem Thema Sparse Pandemic, ist mir doch ein Satz untergekommen und da habe ich gar nicht zunächst darauf reagiert, darum gehe ich jetzt nochmal kurz drauf ein. Also, in dem Fließtext bei Kapitel 1 heißt es, ein CDC-Wissenschaftler erinnerte sich daran, dass er vor kurzem eine Promed-Meldung gelesen hatte, in der das Auftreten eines neuartigen Coronavirus in Südostasien beschrieben wurde und führte einen RT-PCR-Test für Pan-Coronavirus durch. Eine Woche später bestätigte das CDC-Team, dass die drei Patienten tatsächlich mit einem neuartigen Coronavirus infiziert waren, das nach der Stadt, in der die erste Gruppe von Fällen festgestellt worden war, als St. Paul Acute Respiratory Syndrome Coronavirus, SARS-CoV oder SARS, bezeichnet wurde. So, ein PCR-Test, das war ja für uns alle etwas Neues, dass man jetzt auf eine Atemwegserkrankung getestet wurde, ob da in diesem Atemwegserkrankungscocktail sich ein Coronavirus befindet. Und das können wir lesen am 5.2.2020, also zwei Wochen nachdem die WHO die Pandemie ausgerufen hatte zum Thema Coronavirus. In den USA können jetzt zertifizierte Gesundheitseinrichtungen den ersten Test auf das Coronavirus einsetzen. Also das ist vollkommen neu, dass darauf getestet wird. Und die US-Zulassungsbehörde FDA hat am Dienstag den ersten Realtime-PCR-Test auf das Coronavirus in einem Schnellverfahren aufgrund einer Notstandslage freigegeben. Wie es in einer Mitteilung heißt, sei der Test von der Bundesbehörde CDC entwickelt worden und konnte bisher nur in den eigenen Laboratorien verwendet werden. Infolge der FDA-Erlaubnis dürfen den Test kurzfristig nun auch alle Einrichtungen einsetzen, die von der CDC zertifiziert sind. Das ermögliche eine landesweite Anwendung. Also,
Und dann heißt es weiter in der Ärztezeitung, in Deutschland hatte der Bewertungsausschuss bereits mit Wirkung zum 1. Februar einen Nukleinsäurenachweis des neuartigen Coronavirus 219-nCoV mittels RT-PCR zugelassen, der von Laborärzten, Mikrobiologen und Infektionsepidemiologen erbracht werden darf für die vom RKI definierten Risikogruppen. So, und das RKI hat sich da auch gemeldet, Hinweise zur Testung von Patienten auf Infektion mit dem neuartigen Coronavirus. Also wie gesagt, PCR-Test, alles neu. Und das RKI schreibt weiter, für eine labordiagnostische Untersuchung zur Klärung des Verdachts auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 wurden PCR-Nachweissysteme entwickelt und validiert. Sie gelten als Goldstandard für die Diagnostik, nähere Angaben und so weiter auf unseren Webseiten. Ja, und ganz schnell dabei, am 17. Januar 2020 teilte die WHO dann auch mit, es gibt eine Möglichkeit, sich da auf das Virus testen zu lassen. Und bitteschön, da haben wir's. Und ich meine, ohne den Test und ohne das Testverfahren, was wäre dann aus der Pandemie geworden? Das war jetzt nur ein kleiner Seitengedanke. Gut. Und an dem Test haben mitgewirkt und dafür bedankt sich die WHO auch unter anderem an Christian Drosten von der Charité. Und da sollte doch zumindest an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, wir haben das Jahr 2003 und der junge Christian Drosten identifiziert das SARS-Virus. Und der Südwestrundfunk, Kanal 2, berichtet darüber am 20. März 2020. Und da wird beschrieben, was der junge Virologe Christian Drosten da, einer der wichtigsten Ratgeber der Bundesregierung, doch schon geleistet hat vor Jahren, nämlich vor 20 Jahren. Hören wir doch mal kurz rein, was der Südwestrundfunk dazu reportiert. Der Virologe Christian Drosten ist in der Corona-Krise omnipräsent und einer der wichtigsten Ratgeber der Bundesregierung. Doch schon im Frühjahr 2003 machte er als junger Forscher in Hamburg Schlagzeilen. Damals löst die aus China stammende Lungenkrankheit SARS eine Pandemie aus. Christian Drosten identifiziert am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg zusammen mit Kollegen den tödlichen Erreger. NDR-Reporter Oliver Rabi hat ihn damals getroffen. Yeah, right. You won't find the coronavirus, which has got a DNA genome. This would be too big a jump in evolution. Viel Humor, das ist Christian Drostens Mittel gegen die enorme Arbeitsbelastung der letzten 1,5 Monate und die unzähligen Interviews. Auch die Fragen des Wissenschaftsjournals Nature beantwortet der 30-Jährige geduldig am Telefon. Ein bisher unbekanntes Coronavirus, das vermutlich von einem Tier auf den Menschen übergesprungen ist, löst die Lungenkrankheit SARS aus. Das Virus haben er und seine Kollegen zeitgleich mit zwei anderen Labors anhand eines molekulargenetischen Spezialverfahrens identifiziert. Als Entdecker des SARS-Erregers möchte er dennoch nicht bezeichnet werden. Der Grund dafür, dass das jetzt im Moment sicherlich einige Leute so ein bisschen auf mich einstürzen, ist, dass ich die entscheidenden Experimente am Anfang, die uns dann den ersten Hinweis gegeben haben, die habe ich wirklich alleine gemacht und dann kam sehr schnell mein Kollege Stefan Günther dazu und der hat mir dann sehr schnell geholfen, das festzuhauen, dass das, was wir da sehen, sehr wahrscheinlich echt ist. Ohne den Austausch mit anderen Wissenschaftlern im WHO-Netzwerk und seinen Kollegen im Bernhard-Nocht-Institut wäre der Erfolg undenkbar gewesen, erzählt der schlachsige junge Mann mit den dunklen Locken. Und eine Portion Glück sei auch dabei gewesen. Wir haben natürlich im grad richtigen Moment die genau richtige Probe erhalten, die im Zusammenhang stand mit einem Thema, das im Moment nach dem Irakkrieg das zweitwichtigste Thema in der Öffentlichkeit ist. Gerade zu dieser Zeit war das so. Und das ist natürlich etwas, das uns einen extremen Rückenwind gegeben hat. Drosten wirkt ein wenig wie ein Student, der sich in das Büro seines Professors verirrt hat. Doch es ist sein Zimmer, in dem sich bis unter die Decke Bücher und Fachzeitschriften stapeln, dazwischen Kaffeetassen, ein Kuchenblech und auf einer freien Fläche der Laptop, mit dem er seine Artikel schreibt. Das Büro wurde zu seiner zweiten Heimat, unfreiwillig. Das waren mehrere Wochen, wo man wirklich abends um 2 hier rausgegangen ist, nachts um 2 und sich morgens um 6 wieder aus dem Bett gequält hat. Das hat einen schon ganz schön belastet. Andererseits ist es aber auch so, dass man die Belastung in so einer Situation nicht merkt, wenn man weiß, dass es jetzt wirklich um was geht und dass natürlich auch irgendwo ein großer Preis winkt. Und es war von vornherein klar, dass derjenige, der
sagen wir mal, mit der Siegergruppe durchs Ziel geht, die Gelegenheit hat, das auch sehr gut zu publizieren in einem sehr guten Wissenschaftsjournal. Doch der Rummel um seine Person ist ihm, der auf einem Bauernhof im Emsland groß geworden ist, ziemlich unangenehm. Medizin studieren wollte er seit seinen Erfahrungen als Zivi im Rettungsdienst, aber dann reizte ihn die Laborarbeit immer stärker. Die AIP-Stelle im Bernhard-Nocht-Institut kam deshalb wie gerufen. Vor SARS arbeitete der Spezialist für molekulargenetische Diagnosemethoden beispielsweise am HIV-Virus. Jetzt wird er sich aber noch weiter mit SARS beschäftigen, nachdem er bereits den Erreger der Krankheit gefunden hat. Mich interessieren aber andere Sachen bei SARS und das sind Fragen der Pathogenese. Was macht das Virus mit einer Zelle, was dann dazu führt, dass die Zelle krank wird? Und natürlich die Frage, kann man etwas dagegen machen? Und wenn ja, was? Bevor er mit den anderen Kollegen weiterfährt, steht aber erst einmal ein kleiner Urlaub an. Wegfahren gehe natürlich nicht, einmal täglich im Institut vorbeischauen sei Pflicht. Aber im Sommer steht dann ein Rucksackurlaub auf dem Programm in Asien. Bis dahin hat sich die SARS-Epidemie totgelaufen, hofft Drosten. Und die Journalistin Annika Mengersen, Medizinautorin, erinnert im Magazin Lifeline noch einmal an die erste Pandemie im 21. Jahrhundert. SARS, verursacht durch das Virus SARS-CoV-1, breitete sich 2002, 2003 auf der ganzen Welt aus. Was ist SARS? Was unterscheidet es vom aktuellen Coronavirus SARS-CoV-2? Und wie wurde SARS gestoppt? Bei Verdacht auf SARS befragt die Untersuchende die erkrankte Person im Rahmen der Anamnese zunächst nach Symptomen, bisherigen Krankheitsverlauf und so weiter und so weiter. So, weiter im Text. Wie SARS-CoV-2 kann SARS-CoV-1 mit molekularbiologischen Testverfahren in Proben von Blut, Stuhl und Bronchialsekret nachgewiesen werden. Zum Einsatz kam in der SARS-Pandemie 2003 vor allem der sogenannte Reverse Transkriptase Polymerase Kettenreaktionstest, Reverse Transcription Polymerase Chain Test, kurz RT-PCR-Test genannt. Dabei wird das genetische Material des Virus aus Blut oder Bronchialsekret labortechnisch vervielfältigt, sodass Viren bereits in äußerst geringer Konzentration nachgewiesen werden können. Solche Tests auf SARS-CoV-1 weisen eine hohe Treffsicherheit, Spezifität bzw. Empfindlichkeit, Sensitivität auf und waren ab April 2003 verfügbar. Allerdings wurden nur Menschen mit typischen SARS-Symptomen getestet, die nachweislich Kontakt mit einem Erkrankten hatten. Asymptomatische Personen mit Risikokontakt wurden später auf Antikörper getestet, um festzustellen, ob die Erkrankung durchgemacht wurde. Das erklärt doch einiges. Also, da habe ich Fragen. Warum wurde das neuartige Coronavirus damals nicht in bewährter Methode isoliert und im Wege der Koch'schen Postulate weiter untersucht? Warum wurde stattdessen ein neuartiges molekulargenetisches Verfahren angewendet, welches Gensequenzen labordiagnostisch sichtbar macht, jedoch nichts darüber mitteilt, ob es sich bei den entnommenen Abstrichen aus Mund und Nase um ein aktives Virengeschehen handelt? Warum also, ich sag's mal mit meinen Worten, warum Raketentechnik statt bewährter Labordiagnostik? Naturgemäß wirft das zahllose Fragen auf. Und ich frage mich selber auch noch, was hat man dann alles gehört im Netz und gelesen? Und da war natürlich die Stunde der Faktenfüchse entstanden. Und da musste natürlich berichtet werden, was kann der Test, was kann er nicht, was tut er, warum, wieso. Und jeder war natürlich, wie ich auch, im Netz unterwegs, was ist molekular, genetische Verfahren, wie sind, nicht ganz einfach und nicht ganz transparent, für den Laien vor allen Dingen überhaupt nicht. Ja, und warum mussten private Stiftungen, Big Pharma, PR-Agenturen und Medienkonzerne weltweit Milliarden in Faktenchecker und Korrekturdienste investieren, um diese neuartigen Methoden und Techniken, PCR-Test, auch bei symptomfreien Menschen, deren Aussagekraft selbst die WHO einschränkte, und bedingt, aber nur befristet zugelassene mRNA-Injektionen
die experimenteller Natur sind, auch für Gesunde, gegen Zweifel und Widerstände, besonders auch in Social Media, zu legitimieren? Ja, die Fragen nur mal so nebenbei. Also diese Übung, SPARS, Pandemic, wurde im Oktober 2017 veröffentlicht. Ob sie nun stattgefunden hat mit Teilnehmern, das konnte ich bisher nicht ermitteln. Und wenn ich das finde, dann wird das nachgereicht. Also futuristisches Szenario, und da wird nochmal auf Wikipedia beschrieben, was es sich bei der Übung handelt. Ein Planspiel in den USA, die teilweise Ereignissen der späteren Covid-19-Pandemie entsprachen. Die drei anderen waren Atlantic Storm, Clade X und Event 201. Mit Event 201 hat ja diese Reihe überhaupt erst begonnen, als ich sie entdeckte im Januar, Februar im Netz. Kam mir dann die Idee, machst du doch diese 3 Stunden und überträgst es mal ins Deutsche. So fing diese Reihe hier an. Bei Wikipedia geht es weiter, Szenario und Rezeption, deswegen wollte ich es eigentlich noch anbringen, Rezeption. Dana Wieg von CNN, und das ist jetzt nicht fiktional, sondern das ist jetzt Wikipedia echt, kommentierte im September 2020, das SPARS-Szenario sei kein Versuch gewesen, die Zukunft vorherzusagen, sondern die Herausforderungen aufzuzeigen und alle Akteure gut vorzubereiten. Aber viele dieser Herausforderungen würden nun nicht entsprechend angegangen, so habe Präsident Trump viele seiner eigenen Bemühungen hinsichtlich klarer Kommunikation durchkreuzt, etwa bezüglich Maskentests, Behandlungsmethoden wie Hydroxychloroquin, okay, werde ich nie lernen. The Jewish Voice urteilte im April 21, die Ähnlichkeiten mit der Covid-19-Pandemie seien interessant und unheimlich, besonders bei den Strategien, um Menschen zur Impfung zu ermutigen, der Vorausberechnung der Todeszahlen und den Quarantänemaßnahmen. Soweit Wikipedia. So, gehen wir mal in Teil 3. Das ist jetzt der dritte Teil für diese Berichtsfolge. Und da gehen wir in die Erholung. Ich habe ein paar Kapitel übersprungen. Es sind ja insgesamt 19 Kapitel. Ein paar habe ich hier vorgestellt. Und jetzt gehen wir in den Schlussteil, sozusagen in die Zeit nach der Pandemie. Und nun kommen die Impfschäden zur Sprache. Impfstoffschäden, Kapitel 17. Mit der Zeit ließen sich immer mehr Menschen in den Vereinigten Staaten impfen und es tauchten Klagen über unerwünschte Nebenwirkungen auf. Mehrere Eltern behaupteten, dass ihre Kinder neurologische Symptome aufwiesen, die deren ähnelten, die bei Tieren beobachtet wurden, die dem GMI-Impfstoff ausgesetzt waren. Im Mai 2027 hatte sich die Besorgnis der Eltern über diese Behauptung so weit verstärkt, dass es zu Gerichtsverfahren kam. In diesem Monat verklagte eine Gruppe von Eltern, deren Kinder infolge einer Enzephalitis nach einer Corona-Impfung geistige Behinderungen entwickelten, die Bundesregierung und forderte die Aufhebung des Haftungsschutzes für die Pharmaunternehmen, die für die Entwicklung und Herstellung von Corovax, also das ist dieser neue Impfstoff in dieser Fiktion, verantwortlich waren. Die wachsende Gruppe von Klägern zog ihre Klage schnell zurück, als sie erfuhr, dass der Nationale Fonds zur Kompensation von Impfschäden und eine vom Kongress im Rahmen des Vorsorgegesetzes genehmigte Notbewilligung zur finanziellen Entschädigung derjenigen, die durch den Corovax-Impfstoff geschädigt wurden, zur Deckung der Gesundheitskosten und anderer damit verbundener Ausgaben zur Verfügung stehen. Angesichts der positiven Reaktion auf die Maßnahmen der Bundesregierung und die Tatsache, dass die Mehrheit der impfwilligen US-Bürger bereits geimpft war, hatte die negative Publicity im Zusammenhang mit den Nebenwirkungen kaum Auswirkungen auf die landesweiten Impfraten. Die Fokussierung auf unerwünschte Nebenwirkungen führte jedoch zu einem beträchtlichen Anstieg der Zahl der eingereichten Entschädigungsanträge, und viele machten sich Sorgen über die langfristigen Auswirkungen, die Corovax auf ihre Gesundheit haben könnte. Diese Besorgnis war besonders groß bei einigen afroamerikanischen Eltern, die weiterhin die Motive der Regierung bezüglich der Corona-Impfkampagne in Frage stellten.
Während die FDA, die CDC und andere Behörden damit beschäftigt waren, mögliche Zusammenhänge zwischen Corovax und den gemeldeten neurologischen Nebenwirkungen zu untersuchen, wurden ihre Bemühungen ständig durch epidemiologische Analysen untergraben, die von verschiedenen nichtstaatlichen Einzelpersonen und Gruppen erstellt wurden. Die populärwissenschaftliche Bloggerin Epigirl zum Beispiel begann im April 2027 mit der Veröffentlichung interaktiver Karten über die Häufigkeit von Corovax-Nebenwirkungen. Um die Karten zu erstellen, sammelte Epigirl Geschichten über unerwünschte Corona-Nebenwirkungen über Facebook, Twitter und YouTube und kombinierte sie mit Daten, die vom Bericht über Impfnebenwirkungen des Gesundheitsministeriums heruntergeladen wurden, einem nationalen Programm zur Überwachung der Impfstoffsicherheit, das von der CDC und der FDA unterhalten wird. Epigirl, also wieder eine fiktive Figur, Epigirl ermutigte auch die Nutzer von Apple-Produkten unter ihren Abonnenten Gesundheitsdaten mit ihr über die Anwendung ResearchKit oder HealthKit von Apple zu teilen. Die Karten von Epigirl wurden daraufhin in sozialen Medien weit verbreitet und sogar in lokale und nationale Nachrichtenberichte aufgenommen. So wieder der Original-Fließtext. Die Bundesregierung zeigte sich besorgt über die Gültigkeit der anekdotischen Daten von Epigirl und die weit verbreitete Weitergabe von Patientendaten über das Internet. Die Daten von Epigirl zeigten eine deutlich höhere Inzidenzrate fast aller gemeldeten Nebenwirkungen. Die Bundesbeamten glaubten jedoch, dass dies größtenteils auf doppelte Einträge zurückzuführen war, die aus der Zusammenstellung von Daten aus mehreren Quellen resultieren. Darüber hinaus wurde mit den Daten von Epigirl nicht versucht, die Ursache der gemeldeten Nebenwirkung zu ermitteln, sondern lediglich die Häufigkeit. Die Veröffentlichung ähnlicher Ergebnisse von Organisationen wie Patients Like Me, also Patienten wie ich, eine Gruppe, die eng mit der Naturmedizinbewegung verbunden ist, legitimierte diese unabhängigen Berichte zusätzlich. Die Regierung versuchte auf diese Behauptung durch formelle Pressemitteilungen zu reagieren, aber diese waren weder so visuell ansprechend noch so interaktiv wie die Übersichten von Epigirl und wurden daher weitgehend ignoriert. Während die Bundesregierung anscheinend angemessen auf die Bedenken hinsichtlich der akuten Nebenwirkung von Corovax eingegangen ist, waren die langfristigen chronischen Auswirkungen des Impfstoffs noch weitgehend unbekannt. Gegen Ende des Jahres 2027 begannen Berichte über neue neurologische Symptome aufzutauchen. Nachdem fast ein Jahr lang keine unerwünschten Nebenwirkungen aufgetreten waren, traten bei mehreren Geimpften allmählich Symptome wie verschwommenes Sehen, Kopfschmerzen und Taubheitsgefühle in den Extremitäten auf. Aufgrund der geringen Zahl dieser Fälle wurde die Bedeutung des Zusammenhangs mit Corovax nie ermittelt. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts im Jahre 2030 haben die vom Nationalen Gesundheitsinstitut zu Beginn des Impfprogramms initiierten Längsschnittstudien noch nicht die nächste Runde der Datenerhebung erreicht, sodass eine formale Analyse dieser Symptome noch nicht durchgeführt wurde. Außerdem stammten diese Fälle aus der ersten Kohorte von Impfungen, das heißt aus Hochrisikopopulationen einschließlich solcher mit anderen gesundheitlichen Grunderkrankungen, was es zunehmend schwieriger macht, festzustellen, inwieweit diese Symptome mit der Impfung zusammenhängen. Als diese Fälle bekannt wurden, begannen die Patienten Entschädigungsanträge im Rahmen des Vorsorgegesetzes zu stellen. Aufgrund verbleibender Unsicherheiten über mögliche Zusammenhänge zwischen der Impfung und den gemeldeten neurologischen Symptomen wurden ihre Entschädigungsanträge auf unbestimmte Zeit zurückgestellt, bis weitere Daten vorliegen. Diese Gruppe, von denen viele den Corovax-Impfstoff anfangs vehement befürworteten, nutzten schnell die sozialen Medien, um ihre Probleme öffentlich zu machen. Obwohl nur relativ wenige Berichte über neurologische Symptome vorlagen, war das Echo in den sozialen Medien immens. Nach anfänglichen Erfolgen mit der Entschädigungspolitik im Rahmen des Vorsorgegesetzes und der sorgfältigen Arbeit zur Gewährleistung von Transparenz während des gesamten Antragsverfahrens und der Bewertung der Ansprüche wurde das Gesundheitsministerium von der neuen Runde negativer Publicity überrascht.
Es wurde von der Öffentlichkeit und den Medien unter Druck gesetzt, denjenigen eine Entscheidung zu gewähren, die Langzeitfolgen von CoroVax geltend machen, obwohl keine Daten zur Untermauerung dieser Ansprüche vorlagen. In einem grundlegenden Missverständnis der wissenschaftlichen Forschung verlangten viele den Nachweis, dass die Impfstoffe keine Langzeitfolgen verursachen. Gesundheitsministerin Nagel unterstützte nachdrücklich und lautstark die Entscheidung, die Bewertung aller Behauptungen über Langzeitnebenwirkungen aufzuschieben und forderte eine unabhängige Untersuchung durch den Kongress, um sicherzustellen, dass das Vorsorgegesetz ordnungsgemäß umgesetzt wird. Zusätzlich zu den Forderungen nach sofortiger Entschädigung sah sich der Kongress mit dem öffentlichen Druck konfrontiert, die Notfallmittel des Gesetzes zu erhöhen. Während die ursprüngliche Mittelzuweisung ausreichte, um Entschädigung für akute Nebenwirkungen zu gewähren, gab die Aussicht auf Langzeitwirkung und potenziell dauerhafte Behinderungen Anlass zu der Sorge, dass in naher Zukunft zusätzliche Mittel erforderlich sein würden. So, und wie immer am Abschluss eines Kapitels der Dilemma-Block, nennen wir ihn mal so. Hier im Original und jetzt der deutsche Text darunter. Kommunikationsdilemma. Kommunikation mit der Öffentlichkeit über vertrauenswürdige Quellen von Daten und Möglichkeiten des Rechtsschutzes in einem Klima des Misstrauens. Denkanstöße. Erstens. Wie könnte man Meldungen, die das Fortschreiten der Entwicklung mit der Erprobung von Heilungsverfahren, die speziell auf die unerwünschten Nebenwirkungen eingehen, verbessern, die den Gesundheitsbehörden helfen, auf die öffentliche Besorgnis über medizinische Probleme nach einer Impfkampagne zu reagieren? Wie sollten solche Testbotschaften aussehen, die das garantieren? Zweitens, und jetzt bitte festhalten, als ich das gelesen habe, habe ich nicht schlecht gestaunt. Und ich habe mich wirklich auch bei der Übersetzung sehr bemüht, den Sinn 1:1 rüberzubringen. Warum sollten die Gesundheitsbehörden trotz der unsicheren wissenschaftlichen Erkenntnisse über den Zusammenhang zwischen CoroVax und den berichteten neurologischen Symptomen weiterhin Mitgefühl und echte Sympathie für diejenigen in der geimpften Bevölkerung zeigen, die nach einer Impfung medizinische Probleme haben? So, ich gucke das nochmal im Original, muss ich mir ein bisschen gucken, etwas klein geraten. Despite the uncertain science about the link between CoroVax and the reported neurological symptoms, why should health officials still communicate with compassion and genuine sympathy towards those in the vaccine population who experience medical issues subsequent to being vaccinated? Also, warum sollten die Gesundheitsbehörden trotz der unsicheren wissenschaftlichen Erkenntnisse über den Zusammenhang zwischen CoroVax und den berichteten neurologischen Symptomen weiterhin Mitgefühl und echte Sympathie für diejenigen in der geimpften Bevölkerung zeigen, die nach einer Impfung medizinische Probleme haben? Ja, den Satz, den muss man sich einmal sacken lassen. Drittens, angesichts des wachsenden Interesses an offenen Datensystemen und der Anwendung Crowdsourcing zur Lösung komplexer Probleme, wie könnten Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens die wechselseitige Kommunikation mit einer interessierten Öffentlichkeit nach dem SARS-Ausbruch nutzen? Wie können zum Beispiel Beiträge und Analysen aus der Öffentlichkeit helfen, die Überwachung unerwünschter Nebenwirkungen zu verbessern oder Stärken und Schwächen einer Kampagne zu speziellen medizinischen Maßnahmen zu bewerten? Soweit Kapitel 17. Letztes Kapitel, Kapitel 19. Ich habe nicht alle bearbeitet. Jetzt das Schlusskapitel, das letzte. Das ist dann das letzte. So, Fließtext. Sparse Aftermath. Gut, also die Sparse Nachwirkung. So. Heute, fast 5 Jahre nach dem weltweiten Auftreten von Sparse, gibt es immer noch Fälle in 14 Ländern in Europa, Afrika und Asien. Die Pandemie endete offiziell im August 2028, aber das Virus kommt weiterhin vor bei Haustieren.
Die WHO-Experten gehen davon aus, dass kleine, isolierte Ausbrüche von SARS auftraten, lange bevor die Krankheit im Jahr 2025 weltweit auftrat. Und sie rechnen damit, dass es auch in Zukunft zu Ausbrüchen kommen wird, wenn die Länder nicht für eine umfassende Impfung sorgen. Als die Pandemie abebbte, gerieten mehrere einflussreiche Politiker und Vertreter von Behörden in die Kritik, weil sie die Schwere des Ereignisses aus vermeintlichen politischen Gründen aufbauschen wollten. Wie bei vielen Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit erweckten die erfolgreichen Bemühungen, die Auswirkungen der Pandemie zu verringern, die Illusion, dass das Ereignis nicht annähernd so schwerwiegend war, wie von Experten angenommen. Die Gegner von Präsidenten Archer, also in dieser Fiktion der Präsident Archer in der Republikanischen Partei, nutzten die Gelegenheit, um den Präsidenten und die Reaktion seiner Regierung auf die Pandemie öffentlich zu verunglimpfen und die Wähler aufzufordern, einen starken Führer zu wählen, dem die Interessen des amerikanischen Volkes am Herzen liegen. Eine weit verbreitete Bewegung in den sozialen Medien, die vor allem von freimütigen Eltern betroffener Kinder angeführt wurde, sowie ein weit verbreitetes Misstrauen gegenüber Big Pharma unterstützen die Behauptung, dass die Entwicklung von SARS-Gegenmaßnahmen unnötig sei und von einigen wenigen profitgierigen Personen vorangetrieben werde. In den sozialen Medien verbreiteten sich auch Verschwörungstheorien, die besagten, dass das Virus von Pharmakonzernen absichtlich geschaffen und in die Bevölkerung eingeschleppt worden sei oder dass es aus einem Regierungslabor entwichen sei, in dem heimlich Biowaffen getestet werden. So, und dann kommen wir zum Abschluss. Nach der Pandemie gab es zahllose Berichte, Anhörungen der Regierung und Überprüfungen der Behörden. Während der Pandemie wurden vom Kongress bewilligte Notfallmittel zur Bekämpfung der Krankheit zur Verfügung gestellt, aber die Gesundheitsbehörden auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene hatten Mühe, die verfahrenstechnischen Anforderungen für die Verwendung dieser Mittel zu erfüllen. Als die Pandemie zu Ende ging, blieben daher beträchtliche Summen an Notfallmitteln ungenutzt. Als die Ermittlungen an Intensität zunahmen, sahen sich mehrere hochrangige Beamte der CDC und der FDA gezwungen, von ihren Ämtern zurückzutreten, um mehr Zeit mit ihren Familien zu verbringen. Die erschöpften Mitarbeiter dieser Behörde, von denen viele während der gesamten Pandemie 6 oder 7 Tage die Woche lange gearbeitet hatten, wollten die ganze Aktion einfach hinter sich lassen. Die Entscheidungsträger und diejenigen, die während der Pandemie im Einsatz waren, hatten wenig Lust, die Ereignisse der letzten Jahre noch einmal aufzuarbeiten. Also den Satz, den müsste man nochmal wiederholen. Die Entscheidungsträger und diejenigen, die während der Pandemie im Einsatz waren, hatten wenig Lust, die Ereignisse der letzten Jahre noch einmal aufzuarbeiten. Die sehr reale Möglichkeit einer künftigen SARS-Pandemie erfordert ein kontinuierliches Engagement für die Impfprogramme sowie eine genaue, kulturell angemessene und rechtzeitige Kommunikation der öffentlichen Gesundheitssysteme auf der ganzen Welt. Die Kommunikationserfahrungen mit der SARS-Pandemie 2025-2028 bieten zwar einige Beispiele dafür, wie diese Kommunikation erfolgen kann und sollte, sie zeigen aber auch Praktiken auf, die bei künftigen Notfällen im Bereich der öffentlichen Gesundheit vermieden oder zumindest modifiziert werden sollten. Nun der letzte Dilemma-Block, sage ich mal. So, Communication Dilemma. Fließtext und hier der Deutsche. Ja, Erstellung von Kommunikationsregeln. Lehren aus der SARS-Pandemie 2025-28 Denkanstoß. Welche Vorteile könnten sich ergeben, wenn die Gesundheitsbehörden öffentlich mitteilten, was sie aus dem Einsatz der gesundheitlichen Gegenmaßnahmen während des Gesundheitsnotstandes gelernt haben, mit Folgen, mit Erfolgen und Misserfolgen und mitteilen, was die Behörden planen, um sich auf der Grundlage dieser Information weiterzuentwickeln? Und das war's. Der Bericht über the SARS Pandemic. Vielen Dank.